Logik 5000. Hui! Oh Mann! Der ist so unkooperativ, ne? Okay. Huch! Wie ist das denn passiert? Mir ist das egal, aber. Doi! Mach wieder zu, das Ding. Hm. Es gibt also wirklich ordentlich Rätsel, so wie es aussieht. Da kann ich hochklettern? Bitte. Also das halte ich jetzt aber wirklich für ein Gerücht, dass ich da jetzt nicht hochklettern kann. Na ja, gut. Die Regel macht das Spiel, da muss ich mich halt dran halten. Hm. Boah, ich weiß so viele Sachen nicht, wie ich da hinkomme. Mano! Aber wir sind auf jeden Fall in einem ganz anderen Bereich. Sehr interessant auf jeden Fall. Blablabla. Bla, bla. Hallo, Kent. Ah, gut, dann drehen wir das Ding erstmal um. Bams! Man kann da nicht so hochklettern. Das war bei Simpsons Hit and Run ganz angenehm, dass man da auch so ein bisschen sich ein paar Sachen ercheaten konnte. Weil, man da halt wirklich auf jedem Pixel stehen konnte. Was steht da dran? Nein! Geht hier jetzt leider nicht, unglücklicherweise. Aber gut. Hier so im Baum, da so einmal hochklettern. Will er nicht. Will er einfach nicht. Aber ich hol's zwar kein 100%, aber ich würde schon gerne so viel holen, wie es irgend geht. Ach, fick dich doch. Wo hängst du jetzt schon wieder fest? Ich muss erstmal wieder gucken, wo ich mit dem Hummer hingegangen bin. Wo war es denn? Jetzt ist er mir wieder gefolgt. Quickie mag wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Lass mal hier versuchen, aufs Dach zu kommen. Ja, okay. Warum kann ich mit Marge da reingehen? Das verstehe ich nicht. Nicht runterfallen! Ach, Bart, du bist doch wirklich... Das ist echt ein bisschen doof. Eine Ribwitch. Ein Sandwich mit Rippchen. Mm. Achso... Das gibt mir einmal wieder komplett voll, ne? Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, cool. Der hat es gerafft, von alleine da hochzuspringen. Dafür raff ich das nicht, von selbst da drauf zu springen. Mann, oh. Die Kamera ist hier leider ein bisschen störrisch. Okay. Ja, ich habe das Spiel auch übrigens damals eigentlich nur während Simpsons Hit and Run auf Anraten von euch geholt. Ich hätte das Spiel nämlich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wie komme ich denn mit Huma hier hoch? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, wie ich mit Huma da hochkommen soll. Vielleicht irgendwie so? Hui! Nein, okay. Okay, offensichtlich so auch nicht. Hm. Hallo! Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich, glaube ich, wirklich eher sinnvoll, wenn ich alle habe irgendwie. Okay, dann suche ich mal den Lichtstrahl. Weil ein Kapitel würde ich heute schon noch gerne machen. Und das können wir uns ja noch ein bisschen umgucken. Ja, der Comicladen. Natürlich, wer kennt ihn nicht? Und Neues Land Arcade. KBBL. Ich glaube, KBBL war, glaube ich, auch eher eine Sache, die so in den früheren Episoden zum Tragen kam, oder? Mit den beiden Kommentatoren da. Moderatoren, nicht Kommentatoren. Wie viel haben wir denn jetzt? 20 schon? Ach, 15 Grad mal. Ist ja lächerlich, ist das. Ich fände es aber auch nicht schlecht, wenn der Huma einfach mal da warten würde. Echt. Deswegen einfach, ne, von wegen Befehle geben. Hui! Ja, komme ich leider nicht hoch. Ich weiß nicht, ob es hier noch so quasi so Team-Up-Moves gibt, dass ich dann quasi irgendwie während der Huma rollt auf dem reiten kann oder so. Das wäre eigentlich ganz praktisch und wird auch viele meiner Fragen, die ich jetzt noch habe, beantworten. Zum Beispiel, wie komme ich denn mit Bart zu der einen Stelle hoch? Hui! Ja, danke, komm. Oh, ich muss gerade mal kurz kratzen. So. Wir schaffen den Sprung. Hui, hui.
Ich meine, das Springen geht hier aber auch nicht sehr weit. Also, die Sprungweite ist wirklich durchaus gering. Ach, hier haben wir auch schon 15 von, okay. My turn. Na komm. So, das war gar nicht mal so schlecht. Ich muss nur noch irgendwie da hinkommen. Bitte nicht runterfallen. Sonst muss ich nämlich wieder fett werden. Okay. Kannst du auch lang klettern? Er schafft, er kann es nicht. Ich glaub's ja nicht. Wie schlecht. Dafür bin ich jetzt hier hochgegangen. Planet Hollywood. Lecker. Ja, es geht so klar, dass du wieder runterspringst, du Vollhorst. Aber ich finde das schon mal gut, dass man hier wenigstens die Sachen sehen kann, die man einsammeln muss. Weil bei Simpsons Hit and Run, da gab es ja diese lustigen Wespen, ne? Die man einfach nie gesehen hat. Erst wenn man so ungefähr 2 mm dran entfernt war. Da oben drauf! Tatsächlich! Wie soll ich denn da hochkommen? Oh Mann, ey. Also hier 100% finde ich echt hart. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes, ne? Irgendwie alles zu holen, aber wie gesagt, wenn ich dann ein Kapitel neu starten muss und sowas. Okay, so weit kommen wir da leider nicht. Aber hier können wir ja offensichtlich auch noch irgendwas mit der March machen. Das heißt, vielleicht erledigt sich das dann auch von selbst. Vielleicht putzt sie das irgendwie oder so, weil sie so einen unglaublichen Putzdrang hat. Mal als Frau verständlich. nee. Aber vielleicht fällt dann irgendwie der Kopf ab, weil er ja von Bart entsprechend abgesäbelt worden ist. Oh, schön. So, okay. Was kann ich hier tun? Ah, auch mit March. Was die March hier wohl alles kann, ne? Es ist ja das Popper-Motel, genau, das Sleazy-Hotel, Motel, wo der Jack auf March gewartet hat. Mit den verbeulten Geländer. So. Irgendwie kommen wir da hoch, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Alter. Aber vielleicht auch wieder über Umwege. Aber die Kamera, die springt hier echt nervig rum. Muss ich wirklich sagen. Ich kann mich jetzt gerade überhaupt nicht orientieren, wo ich gerade überhaupt bin. Da unten ist ein Müllhaufen. Liegt das am Müllhaufen mit der March oder an der Tür? Achso, an dem Ding, was ich einsammeln kann. Scheiße, okay. Damit kann ich wahrscheinlich noch mit keinem was anfangen. Ah, vielleicht sollte ich auch einfach mal das umsetzen, was ich gesagt habe, so von wegen, ne? Mache ich erstmal eine Mission. Aber ich kann das nicht einfach so da liegen lassen. Hallo, Nelson. Ja. Armistrup Plus. Ah, guck mal da. Ist das... Ach, oh, die Brauerei. Geil. Das wird ja jetzt schon ein geiles Kapitel. So, ich bin noch gespannt, vielleicht können wir sogar bald mit Maggie spielen. Also, da habe ich zwar jetzt noch nichts gesehen, aber diese kleinen Lüftungsschächte, wo wir offensichtlich durchklettern können, da brauche ich ja die March. Ich kann mir vorstellen, dass Maggie da eventuell was mit zu tun haben könnte, so ein kleines Minigame oder so. Meine Fresse. I want the world in 80 bytes. Ich kann heute irgendwie nicht so gut sprechen. Ich will einfach zu viel auf einmal erzählen, das ist immer mein Problem. Und gerade bei Simpsons, mit den ganzen Anspielungen und so. Bisher gab es noch nicht so viel. Ich könnte euch über jeden Ort was erzählen, aber okay. Habe ich ja bei Hit and Run schon gemacht. When you get out there, remember, no chewing. Chewing's for chumps. Nothing but swallow. Nothing but swallow. I hope I win. Last year I was the first guy to barf. Barf? Please, in this business, we refer to that as a Roman incident. That does sound a lot classier. What are you worried about? You have video game powers on your side. It's like cheating, but cheating. Woohoo! Cheating! Duffman welcomes you to the Duff Ultimate Eating Challenge! I'll dedicate this gorgeon to my dearly departed mother. She choked here in a haggis eating contest. Hoy recuperaré mi dignidad! With great hunger comes great responsibility. Gentlemen, start your digestive tracks! On your mark, get set! Okay, was? Ah, when you see this icon, press select the to-do list. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Essen oder was?
Ich renne einfach mal überall hin. Du kannst es ruhig aufessen. Oder soll ich mich einfach kaputt schlagen? Ach so. Was am besten keiner. Bleib hier! Ich dachte, wir müssen hier irgendwas tun. Also irgendwas... Hä? Ich begreife es nicht. Tut mir leid, ich bin zu doof gerade dafür. Ich weiß, ich verstehe wirklich nicht, was ich hier tun soll. Was war on the ground for a Huma Ball Burst? Ach so! Ah! Mein Problem, Entschuldigung. Och, komm, Junge. Ich hab schon ziemlich verkackt, glaube ich. Ist das jetzt hier ein Rennen oder muss ich hier wirklich was essen oder so? Ah, jetzt habe ich... Entered Australia, okay. 2 Minuten mehr. So ein bisschen verwirrt bin ich immer noch. Mexiko! Ah, hier gibt's doch garantiert auch wieder... Oh! Hier gibt's doch garantiert auch wieder irgendwelche lustigen Kronkorken und sowas zu sammeln. Stacheldraht. Oh, ich bin tot. Ups. Was ist das denn? Soll ich hier die Leute töten oder was? Ich begreife es wirklich nicht. Aber ich scheine ihn auch nur temporär kaputt zu machen. Alter, das ist so ein riesen Taco. Ich habe. Oh, Entschuldigung. Ich habe so viel übersehen. Mann. Oh, Brezel. Brezel aus der Brust essen. So viele Duff-Bier-Fässer. Bombs! Wenn ich sagen würde, ich wüsste, was ich hier tue, dann wäre es einfach nur gelogen. Ach, da oben ist so ein Duffman-Uhr, okay. Hui! Frankreich! Warum macht ihr diesen Laden dicht? Okay, offensichtlich muss ich hier ein bisschen klettern. Oh mein Gott! Ach, leck mich doch am. Aua! Hör auf! Das gehört nicht zu mir. Also hier gibt es wirklich 6 Kronkorken, ey, und... Boah, scheiße. Ich habe zwar 7 Minuten Zeit, ich schätze mal, das ist mehr als genug, aber... Das stresst mich hier alles doch sehr. Nein! Ich habe doch Zeitdruck, Mensch. Ich bereite trotzdem... Das soll jetzt hier ein Esswettbewerb sein. Müsste ich hier auch was essen, dann würde ich sagen, okay. Aber offensichtlich muss ich hier einfach nur durchs Level kommen innerhalb einer bestimmten Zeit. Und das finde ich ein bisschen doof. Komm her. Wie geht's überhaupt dem Kollegen Huma? Was ist da oben? Ja, wo soll ich jetzt hin? Ab nach Schottland? Ah, okay, jetzt kann ich hier die Tür öffnen. Schnecken! Achso, du bist da oben, deswegen wirst du nicht angegriffen. Das ist ganz praktisch. Was? Wundervoll steht da. Das hab ich nur gelesen. Ich bin hier gerade total falsch, ne? Das ist wieder Mexiko. Ah! Wo muss ich hin? Was ist Tucker? Ah, Australien ist das jetzt? Okay. Also ich bin genau in der falschen Richtung. Das ist natürlich sehr praktisch. Genau, hol dir mal zu futtern, Junge. Da, Stacheldraht ist nicht so praktisch. Ja, da oben ist auch noch ein scheiß Krusty-Zeichen. Verdammt, wo muss ich hin, ey? Da muss ich die Pinata heizen, oder was? Da sind auch noch ganz viele Tacos drin. Ah, jetzt bin ich hier wieder in Deutschland. Dann geht's hier nach Frankreich. Und irgendwo hier ist sowas aufgegangen. Die Musik geht mir tierisch auf den Nuss. Auf die Nuss, genau, auf die eine. Vergiss!